Jo, wollen wir? Lass uns loslegen. Wir kicken mal rein. Alle hopp. Tiefen werden ausgelotet. Das dauert Gott sei Dank nicht so lange, wie Shader zu erstellen. So, hier, Technologie. Was fehlt uns denn noch? Uns fehlen hier unten noch 1, 2, 3, 4, 5. 5 Forschungspunkte. Das haben wir alles, das haben wir alles und das haben wir alles. Also 5 Forschungspunkte noch für die Netze sozusagen. Und dann können wir loslegen. Gut, dann pennen wir mal, weil offensichtlich, da war schon wieder so ein fettes Auge. Ah, mein kleiner grüner Kaktus. Einfach einem eigenen Messer machen oder so. Tono liegt auf einfach. Na klar. Ja, das hoffe ich doch, der Tod. Was ist Dredge denn für ein Spiel? So ohne Sch. Jetzt hat Raupen mit dem Witz geklaut. Tja, Heiner. Ja, Fehler nur. Wir sind quasi fast durch im Spiel. Aber halt nur fast. Ne? Wir sind noch nicht ganz durch. Nur fast. So, wir gehen mal gucken, ob wir hier noch irgendwo ein bisschen dredgen können, dass wir noch ein paar Tech-Teile finden, maybe. Hier müssten doch, das ist doch die Insel, wo so haufenweise Schiffswracks rundherum sind, ne? Eigentlich müssten. Da ist noch was zum Sprengen, warte mal. Kackt da schon wieder das Vieh ab? Da kackt schon wieder das Vieh ab. Hau bloß ab, du. Will hier bloß mal ganz kurz. Darf ich hier kurz sprengen? Wäre das okay für dich, wenn ich hier ganz kurz. Ich sprenge hier nochmal kurz was weg, ja? Ich meine, wenn wir es schon sprengen können, dann sprengen wir es auch weg. So. Das ist zerbröselt. So zerbröselt der Keks nun mal. Da ist nichts zum Dretschen. Was ist denn hier los? Dachte ich mir, machst du hier, weißt du, weil hier sind ja überall Wracks, aber hier ist ja nichts. Was ist denn das? So, wir haben aber keine Freunde hier heute. Hallo. Ich brauche Forschungsteile. Menü. Huch. Oh Gott. Voll dagegen. Namen James. Du. Was ist denn hier los? Hier ist ja gar nichts. Nichts. Die ganze Insel. Nix. Hey, Mox. Oh Gott. Oi. Ah. Eben die Bretter wolltest du nicht? Was für Bretter? Wenigstens konnte ich ihm erzählen, dass er auch ein Fernglas hat. Gelernt bei Raupe. Ich hab. Warte mal, wer hier nebenbei auch Dredge suchtet? Mein Mann? Ah, das freut mich doch. Ja, er hat auf E kann er so Sachen auswählen, wie zum Beispiel die Scheinwerfer anzumachen oder halt das Fernglas kurz hinter der Sprengung. Verdammt. Ich muss übersehen. Kurz hinter der Sprengung. Da ist was. Metallschrott. Ja, nun beruhigen wir uns mal ein bisschen. Ja, noch irgendwo was? Nee, hier nicht. Hier auch nicht. Verflucht noch eins. Sprengung war doch aber, dachte ich, irgendwo hier. Da? Nee, da ist ein Fisch. War das die Stelle, die du meintest? Teufeltrochen? Ja, da wird hart der Mann gebackseat gamed, ne? Es ist eigentlich auch frech. Ist denn sowas eigentlich gestattet? Namen Delfin. Kann zumindest ohne Schmerzen wieder laufen. Für Bücken reicht es noch nicht ganz. Na, aber immerhin laufen. Immer wieder irgendwo unterwegs einen Anchovy-König eingesammelt. Alles klar.
cool. Noch zu wenig ihre Heimat sprachlich zur Geltung bringt. Sag mal, Gelibir, du hast doch von dem Game hier auch an. Warst du das oder war das Gevatter? Irgendjemand hatte mal geschrieben, wenn man weiß, wie das mit den Nebeln funktioniert, sind die gar kein Problem. Wer war denn das? Ich habe leider verpasst, wofür die Netze sind. Die kann man dauerhaft rauslassen. Oh nein, ich will nicht schlafen, um Hilfe. Die kann man dauerhaft, guck mal hier, ich habe hier hinten so ein Schleppnetz dran. So, das kann man auch hier dann auswählen, wenn man das hat, Schleppnetz, ne? Und wenn das so im Wasser ist, wie meins jetzt, dann sammelt das unterwegs Fische ein. Ich habe prinzipiell keine Ahnung von gar nichts. Nein, der kam nicht von dir, Joker. Ich habe von dem Spiel auch Ahnung, halt auch komplett durch. Und ja, das habe ich gesagt. Ah, sehr gut, Gelibir. Was heißt denn, die Nebel zu verstehen? Also, vielleicht mal, um zu sagen, was ich bisher verstanden habe. Ne? Wenn die Nebel zu nahe kommen, dann wird es böser. Also, dann geht das Auge, wird das Auge schlimmer. Ne? Dann drehen wir schneller durch, auf jeden Fall. Also, hier diese roten Nebel. Ne? Wir sind uns einig, dass wir davon reden, oder? Dann wird das schlimmer und wenn die ganz nah sind und ich das zu lange zulasse, kommt irgendwann der Tentakel. So. Aber irgendwie, dass man... Genau, die roten Nachtnebel, genau. Aber irgendwie, dass man den gänzlich... Also, dass das mit dem Auge so gar nicht passiert, das kann man doch nicht aufhalten. Also, zumindest wäre mir nicht bewusst, wie das gehen sollte. Könnte. Ich guck mal. Ein bisschen rum. Da ist noch eine Makrele. Da sind auch irgendwelche Fische. Da ist was zum Dredgen. Kann man nicht aufhalten, aber man kann die Nebel neutralisieren. Ja gut, mit Bann, ja. Wenn du das meinst. Okay, aber sonst nichts irgendwie, ne? Ja, was denn? Weil das ist mir schon klar. Also, dass ich die mit Bann kaputt krieg, sozusagen, das weiß ich. Nein, damit genau nicht. Okay, da, jetzt bin ich neugierig. MH, vielen lieben Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Danke für 16 Monate im Kokon. Du darfst dir Posterbilder und Plakate in der Gummizelle aufhängen. Eine Wand bleibt bitte frei für ein riesiges V-Schraubengemälde. Dankeschön. Eben nicht. Okay, das ist interessant. Ich dachte, Bann ist dafür da. Ich wollte Bann nur halt einfach nicht einsetzen, weil das halt, ja. Ich generell so diese Fähigkeiten einzusetzen, halte ich halt für kritisch. Irgendwie. Nicht bannen, aber etwas anderes auf dem Rad machen. Ja, das ist ja auch Quatsch. Stärkere Scheinwerfer, das ist mit einem Panikeffekt. Ja, aber die sind ja an. Also die Scheinwerfer sind ja eh an. Also es macht auf dich aufmerksam. Das ist ja auch Quatsch. Fangplätze in der Ferne. Für den Durchblick. Ne, also vielleicht, das wäre doch das Einzige, was ich mir irgendwie logisch erklären könnte, wäre das Fernglas. Das würde ich vielleicht noch rallen. Wann ist gefährliche Dinge wie große Fische und Vögel? Okay, also Fernglas juckt sie halt null.
Das juckt sie jetzt auch nicht wirklich. Sind sie rot? Wenn nicht, dann haben sie eine andere Farbe. Rohan! Okay, also sie sind immer noch gefährlich. Das hat nicht geholfen. Ja, aber viele Möglichkeiten habe ich doch nicht. Der Rest ist doch Quatsch. Also Manifestation portet mich weg. Scheinwerfer sind an. Lol, wenn die Scheinwerfer aus sind, machen die nichts. Was denn das für ein Schwachsinn? Das ist ja Nonsens. Aber da dreht man doch ab. Okay, also ich verstehe. Und dann kann man im Prinzip... ich verstehe. Das heißt, man würde sozusagen, sobald so Nebel da ist, macht man einfach die Scheinwerfer aus, fährt weiter, macht die Scheinwerfer wieder an. Alles klar. Verstehe. Soleil, vielen lieben Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Abend. Vielen lieben Dank für 3 Monate im Kokon. Du bekommst Licht in die Gummizelle, musst noch ein bisschen auf den Lichtschalter warten, bis dahin das Leuchtmittel aus der Fassung drin, damit es dunkel wird. Dankeschön. Ja, Licht aus, dann sieht mich der Nebel nicht. Ja. Ja. Wieder ein Stream mit Basti geplant, jetzt wo er wieder aus dem Urlaub zurück ist, muss ich mal mit Basti schreiben. Also wir haben jetzt noch nichts geplant. Aber müssen wir einfach mal schreiben. Hallöchen, Herr Keksdieb. So wie beim Autofahren, wenn man sich einer Polizeikontrolle nähert. Genau. Ne, da macht man das ja auch so. Direkt erstmal Licht aus. Ne? Damit die einen einfach nicht sehen. Ach, ihr kann ich ja den Kack wieder nicht verkaufen. Edric, aloha. So, na gut, dann wo fahren wir denn dann jetzt mal hin? Vielleicht hier runter? Na, was nu? In Südwest. Na. Ich hab fast Atropie eingesetzt, ne? Das wär's jetzt gewesen. Trick, danke dir für den Resub. Danke für 29 Monate im Kokon. Danke für den Support. Mich kurz überlegen. Dir wird der Fensterrahmen und die Gardine geliefert. Vielen, vielen lieben Dank. Dankeschön. Vor allem schlimm finde ich, ich habe heute übrigens geguckt, bei Dredge, wegen hier Achievements, ne? Also uns fehlt jetzt noch eine, das eine Achievement für alles erforscht, ja. Und dann gibt es noch so eine Trophy für hab alle Trophies. So, und dann gibt es aber noch 3 Versteckte. Das finde ich nicht okay. Versteckt ist ganz und gar nicht cool. Da kann ich jetzt nur hoffen, dass die, wenn wir dann die Main Story zu Ende bringen, dass die da dann irgendwie noch kommen. Da haben wir doch einen Forschungsteil, sehr schön. Dass das da dann irgendwie noch kommt. Oder es ist halt irgendwas, was ich mir kaputt gespielt habe. Man weiß es noch nicht. Das klatscht man mal dahin und das dahin. Spielende ist 1. Ne, dann fehlen dann noch 2. Hey Thomas, schönen guten Abend. Hey Atlas. Wie viele Knoten macht die Nussschale jetzt? 123,8. Knoten haben wir. Hey Luca. Wurde gerade gekickt? Wie gekickt? Was heißt denn gekickt? Hat der Player gehangen oder was? Wie kann man denn
eins, nice. Verschiedene Enden und jedes hat ein Achievement? Nee, das glaube ich nicht. Nein, nein. Na, was new? Versteckten Erfolgen suchen könnte. Ach. Ausgeworfen aus dem Stream. Verstehe ich nicht. Verstehe ich trotzdem nicht. Wie wird man denn aus einem Stream geworfen? Also wenn man nicht gebannt wird. Also wenn es nicht das ist. Weil gebannt bist du nicht, sonst könntest du nicht schreiben. Brownie! Brownie, vielen, vielen Dank für den Resub. Einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank für 58 Monate im Kokon. Danke für den anhaltenden Support. Du kriegst ein Ersatzhandtuch aus der wundervoll flauschigen Wolle von Lars dem Lama. Dankeschön. Danke, danke. Browser geschlossen. Naja, deswegen sage ich ja. Also ich finde die Formulierung, ich verstehe halt nicht, was gekickt heißt. Ist der Browser zugegangen? Hat sich Twitch aufgehangen? Ist der Player abgeschmiert? Also das kenne ich alles. Aber aus dem Stream rausgeworfen oder gekickt kenne ich nicht. Also da, ich weiß halt nicht, was das heißt. Was da genau passiert sein soll. Hey Devil, einen wunderschönen guten Abend. So, warte, wo bin ich? Wo muss ich hin? Ich will eigentlich nach da unten. Schaffe ich das noch? Ist schon ganz schön spät. Oh, Flucht! Oh, Flucht, nur eins! Hoffentlich komme ich da noch an, bevor ich von irgendwas Bösem gefressen werde. Das möchte ich mir da verbitten. Nasch. So, wir müssen hier dann durch. Ja, so. Ja, so, rüber. Da so lang, nicht? Und dann ist es auch schon da vorne. Ne? Da wollen wir hin. Fantastisch. Nicht wahr? Vom Stream wieder auf die Twitch-Startseite geworfen. Gleich nach dem Abo verlängern. Nichts gemacht. Keine Ahnung. Dann hat vielleicht Twitch einen Bug. Manchmal hat sich ja vielleicht einfach verschluckt, ja. Manchmal, wenn sich Twitch verschluckt, wird man irgendwie aus dem aktuell laufenden Stream gekickt. Das hatte ich noch nie. Hibini. Das hatte ich noch nie. Und ich gucke ja auch, also ich... Jetzt vielleicht nicht so oft wie ihr, aber ich gucke schon auch Twitch viel. Aber ich starte auch immer auf der, also ich kenne die Twitch-Startseite ehrlich gesagt gar nicht. Wie sieht denn die eigentlich aktuell aus? Also ich starte halt immer auf der Du folgst-Seite auf Twitch. Guckt man auf die Startseite? Macht man das? Das interessiert mich jetzt. Macht mal Plus in den Chat, wenn ihr auf die Twitch-Startseite geht. Also entweder um Twitch zu öffnen oder halt einfach so mal aktiv, um zu gucken. Dort, jetzt kommt zweimal plus, dreimal. Brownie auch nicht, siehst du. Forbridge, Paddy, wie als ob. MH tatsächlich auch. Es sind schon ein paar, ne? Es sind schon ein paar. Seht ihr, ich habe halt, also ich, bei mir ist tatsächlich, also mein eingespeichertes Lesezeichen ist halt die Du folgst-Seite. Beziehungsweise geht bei mir, wenn ich einen Browser aufmache, da geht halt alles Mögliche auf. Da geht E-Mail geht auf, Twitter, Twitch, die du folgst, Seite, Twitch, das Dashboard und sowas. Ne? Also Tippi, da geht alles Mögliche auf. Was ich halt so, aber halt, also... Krass. Krass. Und die über die Startseite gehen, geht ihr dann wirklich um so einem... Also ihr wisst jetzt, ihr wollt irgendjemanden gucken und geht dann aber trotzdem einfach auf twitch.tv und von dort aus dann. Oder wie?
Oder geht ihr bewusst auf die Startseite, um zu schauen, was vielleicht so gerade auf der Startseite abgeht? Ja, ja. Okay, jetzt habe ich leider eine Oder-Frage gestellt im Nachgang. Es tut mir leid. Es war am Anfang noch nicht erkennbar. Ich denke, Paddy und Kolibri beziehen sich jetzt darauf, dass ihr das macht, um dann zu jemandem zu gehen, den ihr eigentlich gucken wollt. Links steht ja immer, wer gerade streamt. Ja, okay. Einfach nur zum Einloggen. Alles klar. Muss mich anmelden und komme so immer zur Startseite. Manchmal nur zum Schauen, wenn keiner da ist. Seitenleiste regelt bei denen, die ich kenne. Ansonsten schauen, was interessant sein könnte. Ich schaue, ob jemand Neues da ist. Okay. Na gut, das wird auf der Startseite vermutlich nicht so oft vorkommen. Mehrere Seiten speichern, die beim Starten des Browsers sich öffnen. Yep. Ich brauche dafür keinen. Ich habe kein einziges Browser-Add-on. Ich benutze halt Chrome. Chrome kann das. Und es kann mit Sicherheit auch Mozilla. Und das kann mit Sicherheit auch... Also das kann doch jeder Browser, oder? Krass. Aber interessant. Gehe immer über die Startseite rein, scroll kurz durch, sehe nur Kraut und Rüben für meinen Geschmack und lasse mich dann bei den üblichen Verdächtigen blicken. 3 Minuten heute hier und schon was gelernt. Schön, Olaf, das freut mich. Das ist übrigens super praktisch, ne? Das ist, also ich kann das nur empfehlen, ne? Ich meine, ich habe inzwischen durch Stream Deck, habe ich ja auch so ein paar praktische Dinge, ne? Dass ich mit einem Knopfdruck halt hier bestimmte Programme, die aufgehen und so, das ist schon ganz geil. Wenn man überlegt, was man früher alles gemerkt hat, bis dann mal der Stream live geht und jetzt sind das bloß so ein paar... Also das ist halt auch sowas, wenn man... Ich weiß, wir kommen jetzt voll vom Spiel ab, aber... Ich muss das jetzt mal... Aber das sind so... Weißt du, am Anfang hast du immer tierisch rumgemerkt, bis dann mal der Stream live geht. Inzwischen ist das halt... Das ist ins Blut übergegangen, was genau ich drücken muss. Ja? Also welche Knöpfe ich drücken muss, in welcher Reihenfolge ich was mache und so, das ist halt... Will nicht. Das ist, also das Längste, was mich noch am Stream immer vorher kostet, ist den Titel zu ändern. Also bei Twitch im Dashboard das Spiel und den Titel zu ändern und den Tweet zu schreiben. So easy. Aber wehe, die Knöpfe funktionieren mal nicht. Ja, das wär fatal. Streamdeck hat sich gerade verabschiedet. Irgendwas ist nicht mehr richtig nach dem letzten Windows-Update. Schon mal versucht neu zu installieren, Maragan. Übersehen habe, auf welche Zeit ist denn der Ratskeller bestellt? 19 Uhr, glaube ich. Ich schreibe es nochmal die Tage. Wir haben auch eine verkürzte Karte, die würde ich euch dann auch reinstellen. Weil wir so viele sind, haben wir eine verkürzte Karte und ich hoffe, ihr da findet was. Ja. Raubi drückt gern Knöpfe. Nur? Ja, ja, ich habe hier auch so... Also, ne, ich habe auch hier so eine Funksteckdose, ne? Das ist das Erste, was ich machen muss, wenn ich hier ins Büro gehe, ist hier alle Knöpfe auf an. Alles auf an. Und dann kann ich die Rechner hochfahren. So, back to the game. Warte, hier bei ihr. Werft. Kurz reparieren, gucken, ob sie... Yay. Sehr gut, den Kram verkaufen. So, jetzt fehlen uns, glaube ich, nur noch 2, ne? Die können wir hier schon mal reinstopfen und dann fehlen nur noch 2. Sehr gut. Bin diesmal leider nicht dabei bei der Messe. Oder bist du auf der Messe und abends nicht? Meinst du das jetzt so rum? Oder kommst du auch nicht, bist du auch nicht auf der Kaktus?
Du bist vermutlich auch nicht bei auf der Kaktus, ne? Ein Gericht mit Dill hat streichen lassen. Es gab kein Gericht mit... Gab es ein Gericht mit Dill? Alles? Oh Gott, Brownie. Wegen Mini, ob wir ihm vorher Essen reichen oder ob wir es rauszögern. Ja, also bestellt ist der Tisch für 19 Uhr, Bini. Aber ich mache auf jeden Fall morgen, hau ich es nochmal ins Discord alles. Kann ich eine Fernbedienung für die Fernbedienung haben, damit alles angeht? Ja, also am liebsten hätte ich tatsächlich gehabt nur einen Knopf. Also statt so wie auf der hier 5 Knöpfe, um alles anzuschalten, hätte ich gern nur einen gehabt. Oder einfach nur zusätzlich einen Knopf, der halt alles mit einmal anschaltet. Aber naja. Ich komme auch damit klar, die 5 Knöpfe zu drücken. Oh, das kann sein, Gevatter. Ich kann mich an... Das kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Ich kann mich nur noch an den Druck erinnern, die Gerichte auszusuchen. Weil ich nicht nochmal mit 33 Leuten Rücksprache halten konnte, weil die das schnell wissen wollten. Hey, Dinkelkeks. Nee, ich kann da jetzt nicht draufdrücken. Das wäre schlecht, jetzt da drauf zu drücken. Einfach einen großen Knopf über die 5 basteln. So einen großen, der alle runterdrückt. Ja. Könnte gehen. Ach, schön. Schön, schön. Hey, Quampa. So, gucken wir mal, ob wir hier noch irgendwo Treibgut finden. Mit die Sicherung für den Raum draußen rein? Nee, das ist auch nicht gut. Außerdem, tatsächlich habe ich auch zuletzt festgestellt, dass das mit den 5 Knöpfen gar nicht so verkehrt ist, weil ich zum Beispiel, wenn ich nicht streame, muss ich plus 2 Sachen anmachen. Dann muss ich bloß die HDMI-Matrix anmachen und das Mischpult. Da brauche ich den Rest nicht. Ne? Spart Strom und so. Strom sparen! Ah, danke, Trick. Du machst die Matrix an? Das ist eine HDMI-Matrix. Um die 3 Monitore, die hier stehen, mit 3 Rechnern befeuern zu können. 3. Ich habe ja auch noch das Nuk-Nuk. Ich habe ja noch den Homeoffice-PC, Schatz. Sind 3 Rechner inzwischen, die hier stehen. Auch wenn das Nuk-Nuk jetzt nicht wirklich... Also es ist halt nur ein Nuk-Nuk. Ich finde den Begriff Nuk-Nuk immer noch total toll. Nuk-Nuk. Nuk-Nuk. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, ob das so geschrieben wird. Es steht auch nicht drauf. Also ich kann ja nicht mal sagen, woher das mit dem Nuk-Nuk kommt. Das steht da nicht drauf. Aber das ist so ein kleines, süßes Gerät. Das ist ein Mini-PC. Intel-Nuk. Ja, dann eben das. Der Bruder von meinem... Ja, quasi. Ich stelle mir das richtig vor, wie vor dem Stream der Kernfusionsreaktor gezündet wird, um genug Strom für das Setup zu liefern. Ja, ich glaube, so kann man sich das auch, so kann man sich das vorstellen. Na, ich habe das immer nur auf der Arbeit gehört, dass die Dinger Nuk-Nuks nennen. Und ich fand das niedlich, weil das ja auch so ein kleines Teil ist, also nenne ich das auch Nuk-Nuk. Hier ist nix. Hier ist absolut nichts zum Dredgen. Das ist doch furchtbar. Nicht eine einzige Stelle. Das gibt's da nicht. War das hier schon immer so? Geht's der Forscherin?
Und dem Hund? Geht's euch gut? Oh doch. Forscherin und Hund, denen geht's gut. Das ist schön. Brauche ein Gerät zur Probenentnahme? Nee, danke. Vermutlich, weil ich es weggeschmissen habe, ne? Ich habe es weggeschmissen, also haben sie vorgesehen, dass man das sich bei ihr neu holt. Nuk-Nuk Ludkowski. das gibt's ja nicht. Nee, es kann auch einfach sein, dass hier echt nie wirklich was zum Dredgen war. Und wenn dann nur wenig. In dem Areal. Schon wieder Trick. Ach Mensch. Nee, Quatsch, hier wollte ich gar nicht hingucken. Ich wünsche dir, dass es bald besser ist. Fusionsreaktor nicht auf dem sechsten Knopf. Schon am Freitag mal auf die Messe gucke. Also wir sind Freitag auf jeden Fall auf der Messe. Wir schauen Freitag auf jeden Fall auch schon auf der Messe vorbei. Mit Sicherheit nicht von früh an. Das denke ich nicht. Eher so irgendwann Mittag, Nachmittag. Irgendwie so. Denke ich, werden wir dann auf der Messe aufschlagen. Ja. Will mir ja auch nicht für Samstag schon alles wegnehmen und so. Habe ich jetzt bei ihr geguckt, ob sie ein Forschungsteil hatte? Nö, ne? Aber wir können, glaube ich, auch woanders hinfahren. Ich glaube, hier ist es nicht so... Da oben war auch nicht wirklich was zum Dredgen. Also ich glaube, hier war ich schon... Das war schon nicht schlecht hier oder da. Aber das Problem ist, dass dort kriege ich so gar keine Forschungsteile. Gibt's ja nicht. Oh, gute Besserung, Trick, auch von mir. Elber Kuttendut. Kuttendut. Gib mir bitte wieder was zum Dredgen. Rizu, Grüße, Hallöchen. Ah, ich habe vorhin gelesen, dass War Tales heute in die 1-0 gegangen ist, ne? Oh Gott, ich hasse das. Haltest du nicht. Schlimm. Au. Voll dagegen genatzt. Wie das wohl gelesen hat? Na, tatsächlich zuerst auf Twitter. Man muss ja bei der Wahrheit bleiben. Erst auf Twitter. Ist halt immer nix. Das gibt's doch nicht. Bisher sind doch die Dredge-Plätze immer nachgekommen, oder? Das gibt's doch nicht. Moin, Wald durch. Die hat auch nix. Ach halt, reparieren muss ich. Ja, aus Versehen irgendwo dagegen gefahren. Ah. Ordentlich was gefangen, so nebenbei. Schlimm. Du.
sind die heutige Aufgabe bei Dredge. Jetzt noch zwei Forschungsteile sammeln und danach holen wir das Spiegelbild ab. Also holen wir den Sammler ab. Und fahren mit dem, wo auch immer er mit uns hin will. Aber erst brauche ich noch zwei Forschungsteile. Au, volle Kanne dagegen. Wieder einen kleinen Tipp haben oder soll ich warten? Wegen was? Wegen Forschungsteilen? Also ich weiß, dass ich Forschungsteile bei der fahrenden Händlerin kaufen kann. Und ich weiß, dass ich sie dredgen kann. Ich finde nur einfach nichts mehr zum Dredgen. Das ist so eigentlich mein Hauptproblem. Ansonsten wüsste ich jetzt nicht, wie wir noch an Forschungsteile kommen. Das sind eigentlich so die Ways to go. Dachte ich. Für Forschungsteile. Alles andere haben wir ja schon gemacht. Das heißt, diese Quest, die sie uns gegeben hat, also hier diese seltenen Fische zu fangen, das haben wir ja gemacht. Die spawnen ja auch offensichtlich nicht nach. Oh. Deswegen weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht, was da... Also du kannst mir gern bezüglich der Forschungsteile einen Tipp geben. Ich wüsste jetzt nicht... Ach du Scheiße. Oh fuck, wo ist es? Da ist es. Alter, was ein Vieh. Gott, bloß weg, ey. Dieses hässliche Riesenvieh. Das ist ultra krank. Ach, das ist immer alle 7 Tage. Das ist fest. Mit den Tech-Teilen. Das war mir bisher gar nicht aufgefallen, dass das so fest ist. Ich dachte, das ist... Nee, ich dachte, ich habe die häufiger bei ihr gekauft. Nicht nur alle 7 Tage. Oder liegt es einfach daran, dass ich zu unterschiedlichen Orten gefahren bin? Also nicht immer zur selben fahrenden Händlerin sozusagen. Das könnte vermutlich sein. Okay. Ja gut, das wird es erklären. Ich weiß nicht, ob das bei beim Dredgen tatsächlich so ist, dass das leer, also dass das Tage bei irgendwas dabei, dass es die Vorkommen so leer macht, dass sie sich nicht wieder auffüllen. Oder habe ich... Achso, nee, das ist was anderes. Da meinst du eine Fähigkeit, James. Das ist, wie heißt das? Atropie oder so heißt die Fähigkeit. Das bei den Fischen. Ja. Das ist dann tatsächlich was anderes. So, na gut, aber dann können wir ja, wenn wir jetzt einmal da hoch und einmal... dahin fahren, sollten wir ja gegebenenfalls die 2 Teile bekommen, die wir noch brauchen. Aber das Vieh kündigt sich echt ziemlich lautstark an, ne? Also das hörst du schon, wenn das unterwegs ist. Das ist ganz nett.
Okay. Mahlzeit, dann sollte ich ja hier jetzt hoffentlich Glück haben und sie hat sie nicht. Okay, kann auch sein, dass hier keine 7 Tage her ist. Das könnte passen. Dann fahren wir einmal gerade rüber. Mist. Mist verflucht. Vorhin hat doch jemand geschrieben, es gibt für 10-mal Bannen gibt's. Muss ich da einfach nur Bann 10-mal einsetzen oder muss ich es wirklich gegen eine Gefahr einsetzen? Weil ich nicht weiß, ob ich das Achievement schon habe oder nicht. Sollte ich vielleicht vorher nachgucken, oder? Welche 10 soll ich bannen? Strauchi. Nee, nix. Und das ist offensichtlich übergreifend. Hier, guck. Sonst hätte sie die Stoffballen nicht. Die habe ich hier verkauft. Was gegen die Fische mit den Schiffen auf dem Kopf? Ach, die, wenn man irre wird im Startgebiet, gegen die muss ich das einsetzen? Das ist ja auch... Das ist ja... Die nachts auch hupen. Das ist auch wieder... Deswegen bin ich nicht so der Achievement-Hunter, weil mich sowas dann immer fertig macht, ne? Das sind dann immer so Sachen, wo ich mir denke, Alter, das machst du jetzt bloß deswegen, ne? Das ist halt so useless. Du machst es halt die ganze Zeit im Playthrough nicht, weil dir gesagt wird, ne, die Fähigkeiten einzusetzen und so, eigentlich nicht so geil, ne, geh sparsam damit um und was weiß der Geier was. Und dann brauchst du es aber für ein Achievement. Das ist halt, da immer nicht so der Fan von. So. Aber das heißt, ich kann jetzt auch zurück zum Leuchtturm fahren, oder was? Hat Raupe Achievements Lutz losgelandet? Nein, das habe ich nicht. Aber ich finde halt, also das ist... Das mit dem... Das habe ich überhaupt nicht. Ich mag Achievements auch sehr gerne, aber ich finde halt Achievements vor allem dann richtig gut, wenn sie zum Spiel passen. Und da finde ich das halt, ne, 10-mal Bann einsetzen, finde ich halt insoweit, halt, wie ich gerade erklärt habe, finde ich das halt dann ein bisschen schwierig, weil ja eigentlich der Sammler dir sagt, du sollst die Fähigkeiten nicht so oft, nur im Notfall, nur wenn wirklich, weißt du? Deswegen bin ich dann, da bin ich dann immer nicht so der Fan von, wenn dann Achievements dich zu sowas zwingen, was du eigentlich bewusst während des Playthroughs nicht machst. Das sind nur Aale. Ich bin davon, welche Erfolge durchs normale Spielen alleine bekommen, nicht auf eine ganz, ganz bestimmte Art spielen muss. Vor allem, wenn es genau das Gegenteil von dem ist, was man eigentlich... Von dem ist, wie man eigentlich vorgeht. Vielleicht spielt der Sammler ja nicht richtig, meinst du? Weiß ich nicht.
Also bisher hatte ich immer das Gefühl, das Buch ist jetzt nicht so das Beste, was uns passiert ist. Und diese ganzen Fähigkeiten kommen halt aus dem verfluchten Buch. So, na gut, dann warten wir mal, bis die Boote kommen. Oh Gott. Da hinten ist eins. Oh, da ist auch eins. Ja, du komm mal hier. Blüchenkuschelkett schrieb ich ja vom normalen Spielen, genau. Ja, ja, richtig. Warst du eigentlich schon lange in Eile? Das ist auch ein Erfolg? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie viel passt in ein Netz rein? Da ist nämlich schon 17 Fische. Das kommt drauf an, wie groß die Fische sind. Ja, nö, da würde nur ein bisschen was passen. Aber ja, wir können die gerne verkaufen. Das ist nicht so wild. Das Netz ist ziemlich groß. Inzwischen. Eigentlich bin ich gar nicht so sehr auf die Achievements aus, Kuschelkett, sondern ich will eigentlich nur die noch zwei Tech-Teile holen. Die Achievements, das mache ich jetzt nur so nebenbei noch. Also ich muss jetzt nicht 100% Achievements machen, das mache ich im Zweifel alleine. Ich mache das tatsächlich gerade nur noch so nebenbei. Eigentlich möchte ich nur noch zwei Technologie-Dinger finden, damit ich die letzte Angel noch erforschen kann. Und dann würde ich das Ende der Story spielen wollen. Ja. Nur für die Abwechslung dachte ich mir, kann ich jetzt auch noch ein bisschen wegen Achievements gucken. Hey Akalana. Unten den Fisch oder oben den Vulkanfisch. Gibt es auch die Möglichkeit, die Erfolge zu bekommen? Ansonsten unten den Fisch oder oben den Vulkanfisch. Gibt es auch die... Was? Meinst du jetzt wegen Bannen oder was? Also wegen diesem 10-mal eine Gefahr-Bannen-Ding oder wie, Gilibier? Meinst du das? Ja, ja, hab ich, Kuschelkett. Ja, da hast du offensichtlich was verpasst. Ja, ja, wir haben alle Fische, wir haben alle Gebiete fertig. Ich muss jetzt, also, ne, questtechnisch, ich kann ja mal zeigen, wo wir sind. Ich habe alles abgeschlossen. Ich soll jetzt zum Sammler und mit ihm dann irgendwo hin. Ein Forschungsteil, sehr gut. Nur noch eins, was fehlt. Da ist Schrott. Moin, aber nice. Im Gebiet ist ja ein großer Fisch, den man bannen kann, genau. Ja, das stimmt. Ja.
Na, einmal die Vulkan-Mutti, ne, die... Ach, guck da. Fertig, da haben wir unsere beiden Teile. Sehr gut. Gar nicht nochmal zum Ponton zurück, also zur Fahnenhändlerin zurück. Geht auch so. Das geht auch so, ne? Ja, fein. Da holen wir uns jetzt nämlich noch ein Achievement ab. Das ist nämlich tatsächlich die Angelnervorstaben alle. Flock, da ist es. Angelschein. Nicht? Da haben wir jetzt wirklich alles erforscht hier. Alle Angeln, alle Motoren, alle Körbe, alle Netze. Sehr schön. Nice, damit bin ich zufrieden. Damit bin ich sehr, sehr zufrieden. Den Kram hier packe ich mal noch ins Lager. Ich habe ja schon so ein bisschen die Hoffnung, dass sie irgendwie noch DLCs ballern, ne? Ich glaube es nicht, ne? Das ist halt... vermutlich unwahrscheinlich. Ach Quatsch, was meine ich jetzt hier? Reparieren wollte ich? Nein. Ja, doch. Wir fahren am nächsten Tag mit ihm los. Ich muss jetzt nicht unbedingt in der Nacht losfahren. Was kann die neue Angel? Die ist einfach nur schnell. Die brauche ich aber jetzt nicht. Zwangsläufig. Nee, habe ich noch nicht gelift. Muss ich immer noch machen. Werde ich auch machen. Soll mir auch bitte niemand schenken. Das hole ich mir noch als Unterstützung für die Entwickler. Gott sei Dank für den Follow. So. Ich bin bereit. Wir müssen eine letzte Reise unternehmen. Diesmal begleite ich dich. Okay, das ist halt, ich meine, das ist halt richtig eindeutig, ne? Der Point of No Return ist sehr eindeutig. Achtung, du trittst in die letzte Phase des Spiels ein, dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Möchtest du fortfahren? Ja. Letzte Warnung, dein Fortschritt wird ab jetzt nicht mehr gespeichert. Ja. Die Relikte nehmen wir mit. Wir müssen warten, bis der Nebel dichter wird. Mit ein bisschen Glück bemerkt das Meer nicht, was wir vorhaben. Jetzt. Unser Ziel ist die weite Öffnung im Westen von Großmark. Es ist auf der Karte markiert. Wir dürfen uns mit einer so wertvollen Fracht nicht zu lange auf offener See aufhalten. Beeil dich. Deine Gestalt verschwindet aus dem Spiegel, läuft dir kalt den Rücken herunter, als du dich umdrehst, um zu gehen. Der Sammler ist bei dir. Das ja, toll, Mensch. Mitten in der Nacht, da freue ich mich doch, dass wir mitten in der Nacht da rüber müssen. Na, ist ja super. Hier war es. Hier wurde sie uns genommen. Hier können wir sie endlich zurückholen. Nur hier. Und nur, weil wir so viel erreichen konnten. Du öffnest das Buch. Die Seiten sind von einer dünnen Eisschicht überzogen. Und um deine Hände wabert ein feiner, kalter Nebel.
beginnst laut vorzulesen. Um eine Verlorene zu erlösen, erstarrt in der Zeit. Du wirfst die Taschenuhr über Bord. Und mit Ketten in der Tiefe gefesselt. Du wirfst die Halskette über Bord. Alter, was habe ich gesagt? Nee, wir wollen die halt wieder zum Leben erwecken. Es ist halt so schlimm einfach. Es ist so grausam. Binde sie einmal mehr an diese Erde. Du wirfst den Ring über Bord. Öffne das Tor zum Sternenhimmel. Steckst den Schlüssel in das Schloss der Musiktruhe. Und bette die müde Welt zur Ruhe. Du wirfst die Musiktruhe über Bord, ohne den Schlüssel umgedreht zu haben. Entfesselt! Ich denke, das ist nicht gut. Das ist ja nicht gut. So etwas sollte nicht passieren. Ja. Kann ich immer noch behaupten, ich war das nicht? Ich war das nicht? Wir haben den Kraken befreit. Oh Gott, guck, die Stadt brennt. Der Leuchtturm ist zerstört und die Stadt brennt. Nein. Oh, wie. Toll, Raupe. Toll. Ah, alle sterben. Alle sterben. Ich hab's kaputt gemacht. Tja. Verdammt's. Sollte das so? Klar. Ziel erreicht, alle tot. Ja. Na, was denn nun? Alter, was für ein gutes Spiel einfach, ne? Kobold, herzlichen Dank fürs Songsverflauschen von Frechdachs. Frechdachs ist damit im 38. Monat im Kokon. Und kriegt den zweiten Stein für den Kamin. Vielen, vielen Dank, Kovic. Und Seitan, danke auch für deinen Resub. Auch du, 38. Monat, zweiter Stein für den Kamin. Dankeschön. Ich glaube, das war nicht die richtige Wahl, Raupe. Was? Verstehe ich nicht. Ich hatte doch gar keine Wahl. Hä, natürlich, wir konnten das nur so machen. Wir mussten sie doch zurückholen. Das ist doch vollkommen klar. Alles brennt, Raupe, gutes Spiel. Ich finde halt, das ist für das Game ist das ein ziemlich geiles Ende. Es ist doch sehr passend. Es brennt, alle tot. Aber wir haben unsere Frau zurück. So. I mean. Ja? Also man muss schon einfach mal ein bisschen, ne? Manchmal muss man auch ein bisschen egoistisch sein. So. Prioritäten setzen, ne? Die Familie steht halt über allem. Ja. Welche andere Wahl hatte Raupe denn? Naja, vermutlich hätte man nochmal mit der Leuchtturmwächterin sprechen können. Vielleicht. Kannst du uns bitte noch das andere Ende zeigen? Ja, wir gucken gleich mal. Wollte die Frau das denn? Weiß ich nicht. Hey, Dingsbums. Soll man Prioritäten setzen? Welt oder die Frau? Einfache Wahl. Ah. Ja.
riecht es halt, ne? Und jetzt noch mal von vorne, Raupe. Da ist die Musik vorbei, bevor der Abspann durch ist. Schwierig. Schlecht ausgewählt. Manchmal habe ich Angst vor Raupe. Wieso? Warum? Das verstehe ich nicht. Das ist so ein tolles Spiel. Hast du jeden Stein im Wahnsinn angefasst? Nee, habe ich nicht. Oh, muss ich das für das zweite Ende? Könnte natürlich sein, ne? Weil uns die Steine, die quasi so die Zukunft verraten. Oh, ich weiß doch nicht mehr, welche ich angetatscht habe und welche nicht. Ist eigentlich ganz harmlos, nur so ein wenig wie so ein Gremlin. Aber anstatt Wasser ist es bei ihr Kuchen. Also wenn ihr nach Sonnabend nicht mehr auftaucht und es Leipzig gebrannt hat. Komponist im Stream, Raupe hatte die Musik ausgemacht, weil die so nervig war. Ich glaube, das war Egground, kann das sein? Das stimmt, Feder nur. Ja, da hört man jetzt die Zerstörungssounds besser, ja. Was? Dann kennst du ja überhaupt nicht die Geschichte. Also nochmal von vorn spielen. Diesmal vielleicht die Gestalten auch füttern. Nein. Spiel das jetzt nicht nochmal von vorn. Sag mal. Sag mal. Sag mal. Aber ich will schon nochmal gucken wegen dem anderen Ende. Wobei da natürlich jetzt die Frage ist, wir müssen den vermutlich einsacken, ne? Ich denke, wir müssen den trotzdem einsammeln. Ja, 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 ja. Wir warten wieder. Und dann ist die Frage, haben wir eine Alternativlösung? Also kann ich... Ich würde halt zur Leuchtturmwächterin fahren. Oder wir bleiben einfach zu lang auf See. Wer weiß, was dann passiert. Aber wir fahren einfach mal zur Leuchtturmwächterin. Mal gucken, ob ich mit ihr irgendwie... Ich meine, guck mal, das ist ja auch wieder da hinten. Das ist ja praktisch. Ja, ja, ich weiß. Dafür ist jetzt keine Zeit. Wir müssen sofort wieder hinaus aufs Meer, in den Westen von Großmark. Dort müssen wir hin. Ich kann nicht zu ihr. Okay, das ist spannend. Wir können nicht... Das ist ja wohl eine Frechheit. Ich habe auch keine Mission. Also ich könnte nicht mal nachgucken. Ich habe auch nicht das komische Buch dabei, oder? Ich kann das jetzt nicht einfach über Bord schmeißen. Das geht auch nicht. Vielleicht müssen wir uns echt fressen lassen oder so. Einfach mit dem Sammler gemeinsam so lange auf See bleiben, bis uns was frisst.
Weil ansonsten wüsste ich jetzt gerade nicht so genau. Ich dachte halt, die Leuchtturmwächterin wäre. Die Option. Die Lösung. Mich von dem großen Teil fressen lassen? Willst du es denn wissen? Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich glaube, ich will mich erstmal von dem großen Vieh fressen lassen. Ich hoffe ja irgendwie, dass das große Vieh jetzt mal kommt. Hallo. Großes Vieh. Hallo. Was ist denn das? Ach, die Festung. Nee, stimmt, die Uhr bleibt stehen. What the? Die Uhr läuft nicht. Nee, ich meine ein anderes großes Vieh, aber nice. Okay. Okay. Das scheint nicht zu funktionieren. Sobald ich da rangehe, ist ja aber vorbei, nicht? Ich hatte ja dort keine Möglichkeit. So, darf ich nicht wirklich weit raus aus der Map wie in Subnautica? Nee, eigentlich nicht. Es reicht eigentlich so, im Ozean zu sein. Joker. Echt müssen wir irre werden. Lass uns mal ein bisschen irre werden. Oder ich muss halt echt die Steine antatschen. Chat ein kurzes Ja bitte, falls ich wirklich die ganzen Steine antatschen muss. Licht an? Wieso? Da werde ich ja nicht irre. Die einzige Idee, die mir jetzt noch einfällt, ist irre zu werden. Suchst du das andere Ende? Ja. Lass mich mal ganz kurz noch irre werden. Weil die Leuchtturmwächterin ist halt nicht das andere Ende. Hm. Jetzt bin ich irre und es passiert trotzdem nichts. Ja gut, dann können wir vielleicht noch dahinter fahren? Also das Einzige, was mir dann noch einfällt, ist irgendwo hier hinten in Teufelsgrat. Muss ich irgendwo nach Teufelsgrat? Kurzes Ja oder Nein? Auch nicht. Okay, wild. Das ist very wild. Okay, ich fahre jetzt einfach. Ich fahre jetzt einfach mal gerade raus, weil ich weiß nicht so recht, was ich tun soll. Ich gucke jetzt mal noch, was passiert, wenn
wenn ich wirklich hier rausfahre. Das Interessante jetzt ja auch ist, dass keinerlei, keine Nebel unterwegs sind, gar nichts. Es ist nichts da. Die Zeit steht still, es ist nichts da. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn man... Wir fahren ja quasi jetzt aus der Map raus, ne? That's what we're doing. Muss mich da jetzt irgendwann mal was fressen. Coach! Coach, vielen lieben Dank fürs Zwangsverflauschen von Trizu. Rizu, du darfst es dir in einer gesponserten Gummizelle gemütlich machen. Lass dir von Coverage die Gemeinschaftsräume zeigen und folge ihm unter gar keinen Umständen in die Gruppendusche. Dankeschön. Ah, das gibt's ja wohl gar nicht. Handtuch, Raupe, Fragezeichen gibst du da eh nicht. Deswegen sage ich doch, er soll dir nicht in die Gruppendusche folgen. Passiert gar nichts. Wir können hier nach Buxtehude fahren. Oh. Eindringen in nicht kartierte Gewässer. Bitte umkehren. Okay, also das wird's nicht sein. Das Rätsels Lösung. Was wir jetzt machen können, wäre mal das benutzen. Das habe ich nicht einmal benutzt. Alter, ist ja gruselig. Okay, das gab noch ein Achievement. Ich wohne in Buxtehude. Lohnt nicht. Hey, ist clean. Hm. Oh Gott. Ja, ich weiß. Wir sind ein bisschen wahnsinnig. Spiel wird nicht gespeichert, ich weiß. Sei ruhig. Dockarbeiter. Der macht immer noch nur komische. Was Interessantes gefunden? Nö. Nicht? Hm. Er sagt, wir haben keine Zeit. Der stresst uns also. Und ich weiß nicht so recht, was er sich denn jetzt wünscht. Das kriegen wir ja nur, ne? Das ist nur DLC. Hier ist niemand. Okay, ich bin überfragt. Hat jemand irgendwie einen kleinen Hint? Ich bin ehrlich gesagt vollkommen überfragt. Ich kann ja... Es gibt keinen kleinen Hint. Ach, klein geht nicht. Wenn, dann muss man sozusagen sagen. Petrite. Du musst das machen, bevor du den Typ an Bord nimmst. Aber es ist sozusagen nötig, dass ich einmal, dass einmal dieser Trigger kommt mit ab hier und nicht, geht's nicht weiter oder was? Weil vorher ging da ja gar nichts. Das ist ja doof. Okay, Sekunde. Warte mal. Bevor wir ihn an Bord nehmen. Kann ich dann mit ihr reden?
Da kann ich mit dir reden. Das heißt, also jetzt im Ernst, war es notwendig, dass ich das triggere mit ab hier gibt's keine Rückkehr mehr und so weiter? Das war notwendig, damit das hier kommt? Weil ich war doch, das war doch gar nicht so lange her, wo ich nochmal mit dir reden wollte. Nachdem wir beim... Da waren wir beim Bürgermeister, also haben den Bürger... Ach nee, warte mal, war ich nochmal bei ihr, nachdem ich... Natürlich jetzt die Frage. Das letzte Item abgeben, ab da kann man das... Aber das mit dem Buch erfährt man doch viel früher schon. Also eigentlich weiß man es doch schon. Naja, ist egal. Okay. Ich habe übrigens das Buch. Du hattest es die ganze Zeit über, nicht wahr? Es spielt keine Rolle. Nutze diesen Moment der Klarheit. Die Zeit zu handeln ist gekommen. Weißt du noch, wo es passiert ist? In der Dunkelheit, hinter der Bucht. Wenn du bereit bist, weise ich den Weg. Aber es war, also ich hatte zumindest damit recht, dass das bei ihr und so, das, ja, okay, alles klar. Ja, bitte. Wir müssen warten, bis die Nacht am dunkelsten ist, bis das Meer so ist, wie es damals war, vor all den Jahren. Es wird Zeit. Ich weise dir den Weg. Folge meinem Licht. Geh und tu das Richtige. Für sie. Wirf es zurück. Nice, machen wir. Geht los. Warte. Sie weist mit dem Licht. Ach, das ist ja geil gemacht. Ach, das ist noch so richtig schön, ne? Das sind so Details. Wenn du halt ihm folgst, hast du nochmal so einen hässlichen, roten, bösen Strahl. Ja? Damit es auch merkst, dass du da gerade echt Scheiße baust. Ja? Und bei ihr kriegst du halt schön den Leuchtturm-Lichtstrahl hingeflankt, ne? Das ist auch geil. Das ist auch... Ach, ist das schön. Ja, das ist sehr gut gemacht. Gute Frau. Und wenn man rot mag, ne, dann macht man das, was ich im ersten Moment auch gemacht habe. Ja? Das ist ja, was ja eigentlich auch auf der Hand liegt. Ja, man rettet seine Frau und ist einem scheißegal, was mit der Welt passiert. Meine Fresse. Hey, Domi. So. Wirf es zurück. Das Buch windet sich in deinen Händen. Es wehrt sich nach Kräften. Die silbernen Bänder zappeln um deine Finger. Wirf es zurück! Du hältst es hoch über deinen Kopf. Aus dem Buch ertönt ein tiefes Stöhnen, das in der Tiefe widerhallt. Wirf es zurück! Du wirfst es in die schäumenden Wellen. Flöpp! Man kann sich eine neue Frau suchen. Eine neue Welt gibt es nicht. Bitte friss mich nicht. Bitte. Na toll. Es war so klar. Natürlich frisst es uns. Ruppe. Es war halt so obvious, oder? Siehst du? Ich wollte mich... Ich habe das schon geahnt, ja, dass das gute Ende... Also das gute Ende... genau so ausgeht, ja. Deswegen wollte ich mich diesem Vieh opfern, weil ich mir genau das gedacht habe. Minjas, einen wunderschönen guten Abend, vielen lieben Dank für den Raid, Hallöchen. Aber guck, wie schön die Stadt jetzt aussieht. Schön mit Nordlichtern und so. Herrlich, oder? Ja, genau. Nein, das meine ich so. Das, weil ich mir das schon gedacht habe. Das Spiel hier darf nicht, das wäre, ganz ehrlich,
Es wäre total schlecht gewesen, wenn das hier ein richtiges Happy End gehabt hätte. Das wäre dann richtig schlecht gewesen. Das hätte überhaupt nicht zum Spiel gepasst. Das musste schon so sein. Das musste definitiv so sein. Das gute Ende. Doch, doch, das war schon jetzt wichtig. Das Elf, einen schönen guten Abend, Hallöchen. Hi, Spirit. Unisa Ross, einen wunderschönen guten Abend. Danke für den Resub. Danke für 62 Monate im Kokon. Du kriegst ein Fenster. Endlich. Dankeschön. Ja, eben, das meine ich immer, Smiling Demon. Lovecraft und Happy End, das wäre halt ganz schrecklich gewesen. Ja, Gelibir, das kann man so sehen. Aber mit dem schönen roten Licht war die Stadt doch auch sehr heimlich. Ja, fand ich auch. Es war auch schön warm, auf jeden Fall, ne? Vielleicht ist sie sogar am gleichen Fisch. Vielleicht, Sid. Ja, es wäre durchaus möglich. Und an diejenigen, die jetzt hier reingekommen sind und sich damit hart gespoilert haben, das tut mir natürlich super leid. Aber, ja. So ist das. Sieht endlich nicht mehr durch, wenn die Tür auf ist? Ja, endlich. Nein, voll gut. Schön. Sehr, sehr schön. Gutes Spiel. Echt. Kannst ja nichts dafür, nie. Ich weiß. Aber es tut mir trotzdem ein bisschen leid. Dafür wird mir erst beim nächsten Stream gelünscht. Er konnte es ja vermutlich auch nicht wissen. Dass wir nun gerade echt mitten im Ending sind, sozusagen. Genau, ihr habt nur ein Ende gesehen. Ihr habt nicht das andere Ende gesehen. Es gibt zwei. Das ist jetzt vermutlich auch schon ein Spoiler, ne? Eigentlich ist das ja schon ein Spoiler, wenn man sagt, es sind zwei. Schwierig. Was? Es gibt zwei, siehst du? Ah, was habe ich getan? Geht's der Traube. Aha, lol. Schön. Was denn? Wir haben es gerade durchgespielt. Also jetzt mal im Ernst. Ja, ich will auch drüber reden können. Was soll denn das? Gut war es auf jeden Fall. Oh, ich möchte noch so ein Spiel. Oh, es war so gut. Wirklich. Es war richtig gut. Es war von vorne bis hinten war es gut. Man hatte, also ich hatte so Bock, die ganzen Fische zu fangen. Ich hatte Bock, diese Story zu erkunden. Generell, die ganzen Charaktere, das war alles so, näher so Lovecraftig halt. Das war halt richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Ich hatte das andere Ende und weiß noch nicht, was ich machen muss, um dieses Ende zu bekommen. Ich finde es so obvious eigentlich. Also jetzt mal bis auf die Tatsache, dass man halt den, also dass man ein was halt nicht machen darf, so bevor man, ja, dann Gelibir schreibt es dir, Flüsterecke. Gelibir schreibt es dir, bestenfalls. Das Spiel hat leider ein einziger Charakter gefehlt, dann wäre es perfekt. Was für ein Charakter hat dir denn gefehlt, Joker? Oh, jetzt sag nicht Matt. Ach, ein Albert aus Spiritfarer. Ich nutze die Flüsterecke, ja, mach das Gelibir. Bitte, ja. Dann erzähle ich jetzt nicht, wie man das Ende kriegt. Eine Spirale des Spoilers. Aber seine Witze waren immer top, das stimmt ja. Ich habe es mir auch gekauft und habe es bisher trotzdem nebenbei bei dir, bei Minjas und bei Pingu geguckt. Es ist halt einfach, es ist wirklich ein richtig gutes Spiel.
Das ist wirklich mal wieder so ein Spiel, wo ich halt echt sagen muss, ne, spielt halt, also da tun mir alle Menschen leid, die nur so AAA-Dinger spielen. Die tun mir dann halt richtig leid, weil die halt solche Spiele nicht mitkriegen. Ne? Die kriegen die halt einfach nicht mit. Herrlich. Richtig schön.